ja, über die Jahre hinweg haben sie ein bisschen adaptiert, ein paar Abschläge noch weiter nach hinten versetzt. Früher war das für mich immer einer der längsten Plätze, den ich, auf dem ich gespielt habe. Mittlerweile würde ich sagen, er ist von der Länge her ja Tourstandard. Also es kommt ganz stark darauf an, wie trocken oder wie nass die Fairways sind. Also in den letzten Jahren haben wir immer eher im Sommer gespielt in Atzenbruck, da war er sehr trocken und hat sich dementsprechend ein bisschen kürzer gespielt, aber auch schwieriger, weil halt die Bälle zum Teil sehr weit gebounced und gerollt sind. Generell ist er, ja, vom Tee musst du schon sehr präzise sein. Das Raff ist eigentlich immer relativ dick, also dick und lang, was eigentlich mir zugute kommen sollte. Und die Grüns sind meistens in einem Top-Zustand, also den Ball aufs Fairway bringen und von dort dann gute Birdie-Chancen erarbeiten. Ist jetzt einmal meine Vorgabe und was die Erfahrung über die letzten Jahre so mir gesagt hat, wenn ich das gut hinkriege, dann sollte auch das Ergebnis ganz passabel werden.